Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe was von Beyer Dynamic bekommen. Hol das mal hier raus. Einmal. Zweimal. Dann kann das hier weg. Jetzt packen wir das mal hier aus. Nur eins davon werde ich auspacken, das werde ich euch auch gleich erklären, warum. Und zwar habe ich bekommen das von Beyer Dynamic das DT 240 Pro. So sieht die Verpackung aus und das habe ich zweimal bekommen. Einmal für mich zum Testen und Auspacken und Vorstellen. Und das zweite, das ist für euch, das werde ich verlosen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es im Hardware-Video verlosen werde oder ob ich da ein separates Gewinnspiel-Video mache. Da mache ich mir noch Gedanken dazu. Ganz klar ist natürlich, dass bei meinem Gewinnspiel, dass die Stammabonnenten, die mich abonniert haben, im Gewinnspiel immer zweimal drin sind. Praktisch die Leute, die neu dazukommen, haben eine Chance und die Leute, die mich regelmäßig gucken, kriegen eine doppelte Chance. Da taucht der Name im Gewinnspiel dann halt bei dieser Slotmaschine zweimal auf. Weil ich das, wenn ich sowas kriege und ein Gewinnspiel machen kann, dann möchte ich natürlich meine Abonnenten damit bevorzugen und nicht irgendwie ein Gewinnspiel machen, wo denn jeder kommen kann. Das finde ich halt nicht fair und nicht toll. Deswegen werde ich dann auch wahrscheinlich das im Hardware-Video machen oder mal so zwischendurch irgendwo, wo, oder vielleicht auch in einem Let's Play oder ich weiß es noch nicht, wo meine Stammzuschauer was davon haben. Und ich werde es auch nicht irgendwo hinschreiben, Gewinnspiel oder so. Also einfach mal die nächsten Videos verfolgen. So, nichtsdestotrotz kommen wir zum Unboxing. Professionell. Headphone. Monitoring Headphone. Okay. Kompatibel in ihr Design. Okay. So vom Styling sehen die ganz gut aus. Ich mag es ja, wenn es schwarz ist. Davon mal abgesehen. Jetzt packen wir die mal aus. Die sollen wohl direkt für YouTube und so ausgelegt sein. Ich hatte die mal gegoogelt und da stand zu dem Namen noch dazu extra YouTube-Kopfhörer. Ich, keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt noch nicht so weiter gespoilert. Ich gehe da ja immer unvoreingenommen ran. So, das haben wir dann schon ausgepackt. Ich mach mal so. Sieht ein bisschen interessanter aus. Und dann haben wir praktisch da die Kopfhörer drin. Und auf der Rückseite ist auch noch mal was angeklebt. Kabel. Jetzt müssen wir hier noch die Halterung lösen. Und dann gucken wir uns das mal ganz genau an. Ach, Moment. Ich hatte in die falsche Richtung gedreht, jetzt in die richtige Richtung. Aber jetzt, oder? Jetzt habe ich es ab. Genau. Einmal. Und ein zweites Mal. So. Oh, die sind ja clean. Leicht sind sie. Und schön gepolstert. Ich drehe mich mal zu euch um. Und die Kamera hole ich mal hier so ein bisschen rum, dass ich euch das besser zeigen kann. So. So sehen sie halt aus. Sind gut ausbalanciert. Und da steht dann, seht ihr denn, da. Wartet, ich zeige euch das. Klappbar. Hier kann man drehen, aber das kommt alles im Hardware-Video. Ich verfrummel mich schon wieder. Oh, das muss ich euch zeigen. Die Halterung ist aus Metall. Also das ist geil. Unten haben wir zwei Stecker. Ja, zwei Stecker. Zwei Klinkestecker. Gucken wir uns das mal an.
So, wir haben hier eine, oh, eine Tasche. Eine Tasche für die Kopfhörer. Und hier haben wir dann noch ein Beutelchen. Na komm. Oh. Oh, da ist was. Das ist gut. Das wird viele vielleicht interessieren, die so einen großen Klinkeanschluss haben. Ich habe speziell jetzt nichts, wo ich so einen großen Klinkeanschluss drin machen könnte. Aber viele haben ja noch Soundsysteme und so weiter, alles, wo man Kopfhörer mit anschließen kann. Und da sind dann die großen drin. Dann haben wir jetzt einmal ein Kabel. Und der ist hier auch schön wie so ein alter Telefonkabel. Der sind ja auch mal so eingerollt. Dadurch ist der lang, aber nimmt wenig Platz weg. Habe ich mich da verguckt? Das waren doch zwei. Ja, zwei Eingänge. Kann man sich das jetzt aussuchen, in welchem Eingang man da reingeht oder wie? Das ist ja cool, weil eine Anleitung ist hier auch nicht mit bei, weil sind ja auch nur Kopfhörer. Und auf der Rückseite in Englisch. Aber so wie es aussieht, kann man sich das aussuchen, in welchen man den reinmacht. Das ist für mich jetzt extrem von Vorteil, weil entweder mache ich so auf die rechte Seite. So, ich mache mal so. Und der Kabel geht dann hier zur Buchse. Oder wenn ich am Laptop sitze, zack, geht er auf die andere Seite und ich habe die Tastatur frei. Und es wackelt nicht die ganze Zeit auf der Tastatur rum. Also das finde ich ehrlich gesagt gerade saugeil. Hier haben wir dann auch nochmal Beyer Dynamics stehen. Aber das kommt alles im Hardware-Video. Wenn wir die uns jetzt mal genauer angucken werden. Und nachher werden wir sie auch mal anmachen am PC. Und ich werde sie mal benutzen und mal testen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Gut, dann würde ich jetzt hier für das Unboxing auch erstmal einen Cut machen. Hoppala, Entschuldigung. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Die komische Glocke nicht vergessen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich das nächste Video mache. Beziehungsweise, wenn ich überhaupt mal wieder ein Video mache. Also, ich mache regelmäßig, aber wenn ich ein Video mache, weil sonst werdet ihr nicht benachrichtigt. Und ja, ich hoffe, ihr seid gleich beim Hardware-Video mit bei, wo wir erst einmal testen werden und uns, ja, mal gucken, wie der Tragekomfort eigentlich so ist und so. Ja, also dann bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.